Moin Moin und herzlich willkommen in Ralfs Fotobude. Ja, heute gibt's mal wieder ein echtes Unboxing, also nicht irgendwas, was ich vorher schon mal gesehen habe und in der Hand hatte, sondern es ist tatsächlich für mich eine echte Premiere und ein wirkliches Unboxing. Heute in der Fotobude eingetroffen, die Ricoh GR. Ja, das ist eine Kamera mit einer Festbrennweite. Ich kann euch das hier hinten einfach mal drauf zeigen, dann seht ihr das. 28 mm im Vergleich zu einem Kleinbildformat, also 28 mm Festbrennweite aufs Kleinbildformat gerechnet. Kleinste Blendenöffnung 2.8 und einem 16 Megapixel APS-C Sensor. Wie gesagt, ist eine Festbrennweite. Also ich sag mal, geht in Richtung einer Fujifilm X100S oder einer Nikon Coolpix A. Das sind so die Kameras, die so in diese Richtung gehen. Ja, und jetzt wollen wir das Ganze mal auspacken. Ich bin hier schon dabei. So sieht das Ganze dann also aus. Hier ist das, die Bedienungsanleitung ist da einmal dabei. Dann haben wir die Bedienungsanleitung nochmal in einer anderen Sprache. Dann gibt es dazu eine CD, die Kurzbedienungsanleitung. Ja, und dann gucken wir mal, was sich hier hinter der Pappe verbirgt. Und da ist dann dahinter die Kamera. Die holen wir jetzt schon mal raus. So, und das ist dann der Karton mit dem Zubehör. Und da verbirgt sich dahinter dann einmal hier oben, einmal hier rausholen, ein kleiner Bensel. Und auf der anderen Seite ist dann dahinter, gut versteckt, ja, erster Teil vom Ladegerät. Ich muss da mal so ein bisschen drin rumprokeln in dieser Verpackung. Ja, das ist dann der zweite Teil des Ladegerätes. Ja, mal so aus. Und auf der anderen Seite ist dann dahinter das USB-Kabel und der Akku, ja, und den werden wir jetzt gleich mal in die Kamera einsetzen, deswegen lasse ich den hier schon mal raus. Karton kommt rüber, ja, und jetzt bin ich ganz gespannt, wie die Kamera aussieht. Wie gesagt, ich sehe sie heute das erste Mal live, auf Fotos habe ich sie schon mal gesehen. Ja, so sieht die GR aus, das ist sie. Rückseite sieht dann so aus. Ja, dann werden wir mal hier den Akku einlegen. Ich hoffe, dass der ein kleines bisschen geladen ist. Manchmal erlebt man da ja Überraschungen bei einem echten Unboxing. Der kommt hier unten einmal so rein, dann Deckelchen zu. Ja, also was ich feststelle, ist so beim ersten Anfassen, die Oberfläche fühlt sich so ganz sehr griffig an. Das ist so ein sehr, sehr schönes, angenehmes Griffgefühl. Was mir auch auffällt, ist, dass vorne dieser Verschluss, wenn ihr euch den anguckt, der ist ganz glatt. Da sind keine Lamellen drauf. Oft sind diese Verschlüsse, die ja vor dem Objektiv sind, haben so Lamellen, die sich dann öffnen. Der hier ist ganz glatt. Ja, und jetzt kommt der entscheidende Moment. Nochmal einen Blick oben drauf. Da seht ihr, hier ist das Programmwahlrad mit den verschiedenen Einstellungen. Dreh einmal rum, dann kann man das etwas besser lesen mit der Einstellung P für Programm AV, TV, TAV. Was das ist, werde ich mir dann noch angucken. Ich denke mal, da wird die ISO-Empfindlichkeit dann automatisch eingestellt und ich wähle Blende und Zeit vor. M, dann kommt Filmen und 3 individuelle Einstellungen. Ja, hier oben ist dann der Blitzschuh und hier auf der Seite der eingeblaute Blitz. Ja, und jetzt kommt der entscheidende Moment. Jetzt schalten wir die Kamera ein und hoffen, dass sich was tut. Es blinkt und tatsächlich, und hier seht ihr auch, das ist wirklich das erste Mal, dass die in Benutzung ist. Denn ich muss jetzt hier einmal festlegen, die Sprache Deutsch. Ja, das überspringen wir jetzt einfach mal hier alles. Das dauert zu lange und gehen auf OK. Und sagen nochmal okay und der Akku ist erschöpft. Ja, das ist das, was ich befürchtet habe, dass da nicht mehr so wahnsinnig viel Saft drin ist bei neuen Kameras. Also von daher, ja, wahnsinnig viel werde ich euch da im Moment nicht zeigen können. Denn ohne Akku ist das nur das halbe Vergnügen. Was ich aber sagen kann, ist, wir haben hier einmal hier so eine Plus-Minus-Taste. Da kann ich vermutlich dann die
Ja, weiß ich, was kann ich da einstellen? Ich schätze mal, dass ich da die Belichtungskorrektur einstellen kann oder eben in die Kamera rein, in das Motiv reinzoomen kann. Was schade ist, dass jetzt hier nicht mal die Kappe aufgeht, weil der Akku so schwach ist, dass ich da also nicht mal... Ah, doch, jetzt geht der Akku auf, geht die Kamera auf, obwohl der Akku erschöpft ist, nochmal einen ausschalten. Ja, der pfeift gar nicht so auf dem letzten Loch, also anscheinend ist da doch noch ein klein bisschen Power drin. Ich schalte die nochmal aus, damit man sieht, wie dieser Verschluss davor geht. Und jetzt, wenn man ganz genau hinschaut, sieht man, dass der tatsächlich doch zweigeteilt ist. Der sieht in dem Zustand so aus, als ob das eine Fläche wäre. Wenn man jetzt die Kamera startet, dann sieht man jetzt so ganz fein, dass es tatsächlich doch zweigeteilt ist und rauskommt, das Objektiv. Ja, so sieht das Objektiv aus. Wie gesagt, f2.8 als kleinste Blende. Und dann sieht die Kamera so aus. Hier unten ist schon zu sehen, sehr schön, die eingeblendete elektronische Wasserwaage. Wenn ich die Kamera also hier schräg halte, seht ihr, wie die mitarbeitet. Und die arbeitet dann auch gleichzeitig so mit, wenn ich die Kamera in diese Richtung drehe, neige. So, jetzt wollen wir mal gucken, was die so zu bieten hat und gucken mal ein kleines bisschen in die Menüs rein. Jetzt gehen wir hier einmal in das Menü. Hier haben wir dann das Bildformat, was wir einstellen können. Da gibt es die Möglichkeit zwischen 4 verschiedenen Large, Medium, Small und Extra Small. Ja, und dann hier oben natürlich noch die RAW-Einstellungen, ganz klar, so eine Kamera muss natürlich eine RAW-Einstellung haben. Ja, Effekt, was verbirgt sich hinter Effekt? Ah, Schwarz-Weiß-Effekt, verschiedene Hochkontrast, Cross-Entwicklung, Bleach, Bypass, Miniaturisieren, High-Key. Das heißt also auch tatsächlich bei der Ricoh ist das angekommen, sind also diese Einstellungen, diese, ich sag mal immer so ein bisschen Fun-Einstellungen angekommen, finde ich ja persönlich ganz toll, ich mag das unheimlich, denn da kann man wirklich teilweise tolle Effekte machen. Ja, und hier habe ich jetzt nochmal verschiedene Möglichkeiten, Farbeinstellungen vorzunehmen, das geht eben von klar, Standard, und dann kann ich hier individuelle Einstellungen machen. Ups, jetzt bin ich rausgeflogen aus dem Menü. Auf 35 mm zuschneiden, was sich dahinter verbirgt, das werde ich sehen. Datumsaufdruck, Serienmodus, Autobelichtung, Mehrfachbelichtung. Hier gibt es eine Intervallaufnahme, das ist spannend. Da kann ich sozusagen ja, so eine kleine Animation machen, wie sich eine Blüte öffnet oder ähnliches. Finde ich eine sehr schöne Funktion. Individueller Selbstauslöser, Belichtungskorrektur, Dynamikbereich, Blitzbereichkorrektur, Blitzsynchronisierung und Standardwerte herstellen. Jetzt wollen wir mal gucken, was sich hier verbirgt. Okay, hier kann ich dann alle möglichen Knöpfe und Schalterchen ganz individuell festlegen. Und hier ist das Setup-Menü, Karte formatieren und so weiter. Das sind die normalen Einstellungen. Ja, es wurde keine Karte eingesetzt, ganz klar, da hat er völlig recht. LCD-Helligkeit, Betriebstöne, Abschalt-Ruhemodus, LCD-Stromanzeige, ISO-Standardeinstellung, ISO-Auto-Hoch. Hier kann ich festlegen, mit Sicherheit genau. Hier kann ich festlegen, bis zu welcher ISO-Empfindlichkeit die Kamera bei Auto-ISO gehen soll. Sehr schön, ein ND-Filter, das finde ich klasse. Denn nur mit einem ND-Filter habe ich auch die Möglichkeit, bei hellem Sonnenlicht die größte Blendenöffnung und damit geringste Schärfentiefe zu verwenden. Sehr ärgerlich, wenn ich draußen bin, die Sonne knallt, ich möchte mit der geringen Schärfentiefe arbeiten und was ist? Ja, es ist einfach zu hell und ich müsste einen ND-Filter vorschrauben. Deswegen klasse, wenn der hier eingebaut ist. Und Auto heißt, dass der sich automatisch zuschaltet. Super Sache, werde ich ausprobieren, wie das funktioniert. Ja, hier ist die Ausrichthilfe, waagerecht und geneigt, kann ich hier einstellen, hier kalibrieren, Vorsatzlinsen gibt es, scheint es zu geben. Dann gibt es hier eine Rasteranzeige, die FN-Tasteneinstellungen kann ich einschalten, das heißt, ich kann die FN-Taste belegen. Ja, das sind doch die normalen Funktionen und ein bisschen mehr. Klasse, da ist wirklich alles dabei, was man braucht. Ja, und dann habe ich hier einmal einen kleinen Schalter hier oben. Seht ihr das da? Zeige ich euch hier bei Adjust ISO. Da habe ich also die Möglichkeit, oh, ihr seht, hier ist scheinbar eine Gesichtsverfolgung drin oder zumindest sowas Ähnliches. Hier habe ich also die Möglichkeit, die ISO-Einstellung einzustellen und wie das funktioniert. Ah, ich habe die Möglichkeit, die Taste so zu belegen, dass wenn ich da drauf drücke,
dass ich dann zu einer Funktion komme. Okay, wenn ich jetzt an dem Rad drehe, dann kann ich dann habe ich hier oben, hier sieht man das, kann ich die verschiedenen Einstellungen verändern. Das ist praktisch, das ist eine sehr schöne Funktion, das gefällt mir. Hier habe ich die Möglichkeit umzuschalten zwischen einem kontinuierlichen Autofokus und einem Einzelautofokus. Genau, und jetzt gucken wir mal, wenn ich drauf drücke, ob dann fokussiert die Kamera, alles klar. Und wenn ich auf kontinuierlich gehe, dann fokussiert sie natürlich permanent. Genau, das tut sie jetzt auch, wunderbar. So, dann habe ich hier einmal den Weißabgleich, wenn ich da drauf gehe. Mal gucken, was da passiert. Was bin ich hier? Habe ich hier oben? Ah, ich bin auf grün, auf dem grünen Modus. Da muss ich natürlich jetzt erstmal auf P gehen, denn im grünen Modus, ganz klar, da macht die Kamera ja alles selber. Aha, hier auch gleich das. Das Draht lässt sich so nicht drehen, sondern ich muss hier vorne, da ist so eine kleine Taste, muss diese kleine Taste drücken und kann dann erst drehen. Das heißt, zur Sicherung, dass ich das Auto mal aus Versehen verstelle. So, jetzt nochmal hier oben einmal die Taste gedrückt. Ah, und jetzt habe ich hier dann auch noch mehr Funktionen. Da habe ich dann also nicht nur das Format, sondern habe ich hier auch noch die Möglichkeit, manuell Fokus, Autofokus oder zielgenauer Autofokus, Motivverfolgen, Fixfokus. Hier habe ich die verschiedenen Belichtungsmessmethoden und hier kann ich die ISO-Empfindlichkeit einstellen. Ja, jetzt bin ich doch mal gespannt, welche ISO-Empfindlichkeit ich denn nun hier einstellen kann, bis zu welcher maximalen, bis 25.600. Na, da bin ich doch mal gespannt, wie da dann die Bildqualität aussieht. Da freue ich mich schon drauf, auf die Testergebnisse und auf die Bildqualität, auf das Überprüfen der Bildqualität. So, dann haben wir unten WB Weißbalance. Da kann ich dann die entsprechenden Einstellungen für den Weißabgleich aufrufen. Dann habe ich hier die FN1. Ah ja, die ist jetzt hier zum Beispiel belegt mit offensichtlich mit dem Autofokusfeld, was ich hier verschieben kann. Prima, genau, Autofokusfeld. Hier habe ich die Blitztaste. Die ist jetzt anscheinend nicht aktiviert. Ah, den Blitz muss ich vermutlich dazu manuell ausfahren. Das ist immer so ein bisschen unterschiedlich, je nachdem. Genau hier an der Seite seht ihr das Open. So, wenn ich den jetzt ausgefahren habe, dann dürfte sich hier bei der Blitztaste was tun. Jawohl, dann habe ich hier die verschiedenen Blitzeinstellungen, die ich vornehmen kann. Sehr schön. Ja, und dann haben wir noch als letztes hier die Makro-Taste. Wenn ich da nach oben gehe, da kann ich dann einfach Makro ein- und ausschalten. Sehr schön. Display, ich gehe mal davon aus, dass ich hier die verschiedenen Display-Einstellungen aufrufen kann. Genau, gar keine Informationen. Display aus, dann Ausrichthilfe, einschalten und so weiter. Aha, hier kann ich also mit der Display-Taste die verschiedenen Funktionen einschalten. Ah ja, sehe ich jetzt hier waagrecht und geneigt. Okay, das heißt, das sind die beiden Wasserwagen-Elemente, einmal so und einmal so, die ich damit einschalten kann. Jetzt gucken wir nochmal, was passiert, wenn ich hier auf die Zoom-Taste gehe. Aha, wie ich schon erwartet habe, hier kann ich dann eine Belichtungskorrektur um bis zu 4 Blenden machen. Das ist klasse. Ist meine Alternative zu dem sonst üblichen Drehrad. Meistens ist ja hier oben auf der Kamera so ein kleines Drehrad, mit dem ich das einstellen kann. Schöne Alternative, das auch hier mal über so eine VIP-Taste zu machen. Finde ich ganz praktisch. Ist auch hier von der Anordnung sehr schön, denn wenn ich die Kamera hier in der Hand habe, kann ich relativ schnell einfach hier mal mit dem Daumen eine Belichtungskorrektur machen. Finde ich sehr praktisch und sehr schön. Ihr seht übrigens auch, hier ist ein Histogramm, was eingeblendet ist. Was ich jetzt nicht gesehen habe, ist, ob die Kamera eine Peaking-Funktion hat beim manuellen Fokussieren. Das ist aber dann das, was ich im Test noch rausfinden werde. Da werde ich dann natürlich nochmal genau gucken, was es da für Einstellmöglichkeiten gibt und was ich hier noch alles aktivieren kann. Wir können hier vielleicht einmal gucken, wenn ich hier auf manuellen Fokus gehe. So, zack, manueller Fokus, wie ich den dann einstellen kann. Also was ich nicht machen kann, ist hier vorne an irgendwas drehen. Dieses Rad hier ist fix, beziehungsweise ich gehe mal davon aus, ich kann es abnehmen, weil hier unten ist irgendeine Markierung. Aber ich gehe dann davon aus, dass da dann nur ein Adapter-Tele- oder Weitwinkel-Adapter draufkommt. So, mal gucken, wie ich jetzt hier scharf stellen kann oder wie ich hier fokussieren kann, ob ich das über die VIP-Tasten machen kann. Schauen wir mal. Nein, das ist nach wie vor die Belichtungskorrektur. Gut, also das werde ich dann noch rausfinden, wie das funktioniert, wie ich hier dann die Möglichkeit habe,
scharf zu stellen, manueller Fokus, ja. Und hier, mal gucken, ob da irgendwas passiert. Da passiert nichts, nee. Gut, mal sehen, was sie mir hier sagt. Manueller Fokus, nein. Gut, das werde ich rausfinden, wie das funktioniert. Das ist dann Gegenstand des Tests. Und da werde ich dann eben auch sehen, ob die Kamera eine Peaking-Funktion hat und ob ich die einstellen kann. Ich finde Peaking-Funktion beim manuellen Fokussieren sehr praktisch, weil so habe ich sehr schnell und sehr gut den Überblick und kann sehr, sehr schnell und sehr gut erkennen, ob ich scharf fokussiert habe, weil durch dieses Flimmern an den Kanten sieht man das eigentlich sehr schnell und hat da wirklich einen sehr guten Blick dafür. Und das funktioniert auch meistens sehr präzise. Ja, das soll es erstmal gewesen sein von der Ricoh GR APS-C Sensor, feste Brennweite, schöne Ausstattung der Kamera, wie gesagt, liegt gut in der Hand. Was sie nicht hat, ist einen Touchscreen und was sie nicht hat, ist einen Sucher, weder elektronisch noch optisch. Wobei man kann hier oben ja mal schauen, ob es hier bei dem Blitzschuh irgendwas gibt, was darauf hindeutet, dass man da eventuell irgendwelche Kontakte, die eventuell darauf hindeuten, dass man da einen elektronischen Sucher aufstellen kann. Nein, das gibt's nicht. Also wenn, dann gibt es höchstens einen optischen Sucher, der dann hier oben drauf kommt. Und ich gehe mal davon aus, dass es den gibt, dass man den oben aufsetzen kann und dann durch den optischen Sucher quasi das Motiv anpeilen kann. Ja, das soll es erstmal gewesen sein heute von der Ricoh GR. Mein kurzes Unboxing-Video. Ich werde die Kamera jetzt mir mal genau unter die Lupe nehmen. Allerwichtigster Punkt ist natürlich die Bildqualität, Ausstattung. Klar, ist auch wichtig, aber bei so einer Kamera, da zählt vor allem die Bildqualität. Die muss absolut perfekt sein und das möglichst auch in hohen ISO-Bereichen. Schaut auf meiner Internetseite vorbei, www.ralfsfotobude.de. Da werdet ihr in den nächsten Tagen dann den Test zur Ricoh GR sehen. Schaut hier auf meinem YouTube-Kanal vorbei, da gibt es immer wieder eine ganze Menge neuer und interessanter Videos. Unter anderem jetzt auch gerade das Video zu den 5 Reisezoom-Kameras. Auch ein sehr spannender Test, der jetzt quasi zeitgleich mit der Ricoh GR läuft. Schaut auf meiner Internetseite www.ralfsfotobude vorbei. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Viel Spaß beim Fotografieren und moin moin!